Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Osiris. Ja, es ist Bergfest für diese Woche und wir sind jetzt bei Folge 19. Ja, Folge 19. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte für uns Mats besorgen, vielleicht schon das eine oder andere aufbauen. Also zum einen das eine oder andere aufbauen alleine habe ich mich entschlossen, werde ich nicht tun. Das machen wir gemeinschaftlich. Weil wenn man was aufbaut, wird ja auch das eine oder andere freigeschaltet und da möchte ich euch gerne dabei haben, damit ihr seht, was dann auch freigeschaltet wird, wodurch. Mats habe ich auch noch keine besorgt. Und zwar hat das den Grund, ich habe mir einen, um ein bisschen Chaos aus dieser Staffel rauszunehmen, mir nochmal einen zweiten Charakter erstellt, also einen neuen Speicherstand. Und bin da mal ein bisschen durch die Gegend geflitzt, hab ein bisschen was experimentiert. So, und ich würde sagen, das zeige ich euch erstmal. Gehen wir mal rein in das Game. Ja, hier haben wir ja unser Lurchi so als erstes. Guck mal, das ist schön, dass wir eine Drohne haben. Ich habe hier, schaut mal, ich habe mal hier ein so ein Dings abgegradet. Hier, eins von den neuen. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass man den Viechern mit diesem Teil andere Namen geben kann. Ihr seht, irgendwie geht's nicht. Das, was ich gesehen habe, war auch schon etwas älter. War auch schon etwas älter. Und, also die Folge. Und, ja. Keine Ahnung. Ob es jetzt nur daran liegt, weil wir dieses Tutorial-Krams spielen. Also oder ob es allgemein so ist, weil hier kann man leider nichts umstellen. Also in Sachen, dass man den Namen ändern kann. Ich bin schon mal am gucken, was ich echt schade finde. Aber gut, ist so. Oder muss ich auf Follow gehen? Nö. Nö, okay, gut. Aber wir haben hier das neue Teil. Kann man da was umstellen? Nein, kann man auch nicht. Gut, nehmen wir mal so hin. So, wir haben das neue Teil. So. Dann bin ich durch die Gegend geschippert. Und mir ist aufgefallen, oder ich habe gesehen, ich denke, metallisches Objekt. Ich wollte uns ja ein paar Mats sammeln und habe dann festgestellt, habe dann eine Kiste gefunden und habe so gedacht, die Kiste hast du doch aber schon gelootet. Da war mir nicht sicher, bin ich also hin, habe die Kiste aufgemacht, war was drin. Da habe ich gesagt, oh schön, hast du wohl doch nicht gelootet. Aber ich habe gesagt, doch, du kannst dich da so vage dran erinnern, was bei mir ja schon sehr kritisch ist. Also bin ich zu einer Mine gefahren, wo ich hundertprozentig wusste, dass ich die schon gelootet habe. Und was soll ich sagen? Jedes Mal, wenn ihr euch neu einloggt, respawnt die Kisten neu, sprich der Inhalt. Und zwar der gleiche, der vorher drin war. Darum habe ich auch wieder blaue Batterien und konnte dieses Teil bauen. Des Weiteren bin ich halt durch die Gegend gefahren. Hier dieses Zeug, Zirconium. Weil vielleicht ist es, weiß der eine oder andere das, ab und an findet ihr halt schon Erze, die da so rumliegen. Höchstwahrscheinlich durch die Asteroiden, die runterkommen. Und dieses Zirconium brauchen wir halt natürlich auch für einige Gegenstände, sprich um einen bestimmten, hier dieses Zerbaloi-baren Zeugs herzustellen und um halt Gegenstände zu bekommen, logischerweise. So, ich habe aber dieses noch nie jetzt weder in einer Mine noch so als abbaubares Erz gefunden, sondern nur als Bruchstück, sag ich mal. Was auch gut ist. Und darum habe ich jetzt auch noch keine Mats weiter gesammelt, weil ich euch ein super geiles Abbautool zeigen wollte. Und zwar dieses hier. Das ist nämlich nochmal das nächste Level von dem. Das bauen wir uns jetzt. Weil das, Freunde, das ermöglicht uns schon ein bisschen mehr. So, da ist es. Nee, du bleibst hier, bitte. So, und jetzt zeige ich es euch. So. Mal, was dieses Teil kann. Für die, die es halt noch nicht wissen, ne? So, haben wir hier irgendwo was Hartes? Nee, Kupfer ist weich. Wo ist Kobalt? Ich glaube, hinten war Kobalt. Ist das Kobalt? Was ist das? Hier, Carbon. Ich nehme mal meinen neuen, normalen Hammer.
Ah, nee, nee, das ist schlecht. Das ist zu weich. Das ist zu weich. Jetzt sucht man mal was, ne? Haben wir hier eher was schön Hartes? Dann haben wir hier das Kupfer. Kupfer, eher was schön Hartes, Leute. Kommt, Carbon. Ja, oh, kommt. Etwas Titanisches oder so wäre super. Dann zeige ich es euch am Carbon. Kommt, egal, das reicht auch. Hier, also Carbon, ja? Ja, ihr seht, geht. Kann man machen. So, ich wechsle jetzt mal auf das Teil. Ja, ne? Oder? Also ich habe es schon mit Chrom ausprobiert in meinem anderen Spielstand. Und ja. So. Das wollte ich euch schon mal zeigen. Also dieses Teil ist ein Muss. Darum fahrt durch die Gegend, haltet die Augen auf. Und ganz wichtig, ich habe explizit schon nach diesen Brocken gesucht, weil ich ja wusste, es gibt sie. Hab sie natürlich nicht gefunden. Bin dann, glaube ich, gestern bin ich dann so doch mal durch die Gegend gefahren und schwupps, auf einmal lag's da. Ihr wisst ja, ne? Wenn man sucht, dann. Oh. Wenn man es sucht, dann findet's man nicht. Und andersrum, ne? So, da wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, diese Disk haben wir ja schon gesehen, gibt es halt als Sprachnachricht, Aufzeichnung. Oder halt als Datadisk SN bla bla bla. Ne? Descripted. Ich glaube, ich habe euch das schon im letzten Video gesagt, aber ich glaube nicht gezeigt. So, das, Entschuldigung, sind Blaupausen. Da geht ihr her an euren Computertisch und dann werden hier eure Disks aufgezeigt und dann drückt ihr die dran und sagt entschlüsselt und schwupps bekommt ihr eine neue Blaupause. So, die wird mir jetzt nicht angezeigt, weil ich diese Blaupause schon habe. Ich weiß ja nicht, ob man. Es ist jetzt die gute Frage. Das könnte man ja mal ertesten. Ob man die recyceln kann. Kann die recyceln? Das testen wir draußen mal, weil ich weiß sonst nicht, was ich damit machen soll. Wir gucken mal, ob wir sie recyceln können. So. Also die Kisten spawnen nach, hatte ich erzählt. Die Droide kann man nicht, den Droiden kann man noch nicht umbenennen. Das Teil haben wir gebaut. Wir recyceln. Kann man hier nicht, kann man das hier machen? Ne, kann man nicht. Nein, man kann es nicht recyceln. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, wir brauchen ja noch eine Menge Mats für unsere Geschichte. Wir gehen noch mal eben schnell rein. Was müssen wir alles aufbauen? Eine Menge. Auf jeden Fall eine Menge. Ich möchte das hier drin nämlich gerne fertig haben. Okay. So, wir brauchen natürlich unser Wasserdingsbums. Wir brauchen unseren Rack, unsere Klimakontrolle. Die haben wir schon. Den haben wir schon. Schränke haben wir noch nicht. Machen wir auch fertig. Ob ich jetzt das von draußen hier rein verlagere, weiß ich noch nicht. Ja, also den Schrank brauchen wir auch. Dann brauchen wir hier die Nahrungsmittelgeschichte. Die Küche haben wir schon, haben wir schon reingesehen. Also hier kann man Nahrungsmittel herstellen. An das Eier? Krabbenei haben wir noch nicht gefunden, oder? Den haben wir schon. So. Naja, klar, drüben den anderen Raum ist klar, ja, das Biodom, sag ich mal. So, hier müssen wir noch was rein investieren. Hier müssen wir noch was rein investieren. Gibt es noch ein Bett? Das ist tatsächlich schon fertig. Couchtisch, Couch und die Dusche.
Die Dusche habe ich tatsächlich bei meinem anderen Spielstand auch schon gemacht. Die ist auch ganz cool. Da kriegt man einen kleinen Ausdauerbuff. So. Ich wollte gerade gucken, seid ihr dabei? Ja. Dann würde ich jetzt sagen, ich werde alle Mats besorgen und dann werden wir gemeinschaftlich den ganzen Kram. Können da hier gerne nochmal reingehen. Also hier werden wir uns doch mal drum kümmern. In aller Ruhe, aber im Moment glaube ich noch nicht. Ja, und dann werden wir das hier alles mal fertigstellen. Ich werde mal alles zusammentragen, Stück für Stück. Und dann schauen wir mal. Also, wir sehen uns dann gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, es ist Nacht geworden und ich habe jetzt alle Mats zusammen. Ich hoffe, ich habe alle Mats zusammen. Ihr kennt mich. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Reparieren. Okay, das ging aber schnell. Ah, und seht ihr, schon geht's los. Man kriegt wieder jede Menge Kram. Ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir aber dahingestellt sein. Wasserrecycler am Start. Klimakontrolle am Start. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Raum ist gefixt. So, was haben wir hier? Fertig, fertig. Küche, fertig. Fertig, fertig. So, rüber in den nächsten Raum. Schrank, fertig. Computerdings, fertig. Tisch, fertig. Okay, die hat er gleich mitgemacht. Oder? Ja, kann er gleich fertig mitgemacht. Hörte wohl zusammen. Und jetzt fehlt mir tatsächlich ein Gummi. Ja, sieht ihr, es ist doch immer irgendwas. Aber gut, ein Gummi, gar kein Problem. Das kriegen wir ganz fix zusammen. Haben bestimmt wieder unsere Kumpels. Aber die ignorieren wir mal ganz geschmeidig. Da kommt ein Gummi. Habe ich mich einmal um ein Gummi verzählt. So, ein Gummi. Ja, wir kümmern uns gleich um euch. Wir kümmern uns gleich um euch. Warum das Habitat nicht auf voll ist, ne? So, Dusche. Und fertig. So, und hier kann man nämlich schon mal schön sehen, wenn wir es nämlich nehmen, hier unsere Dusche, kriegen wir ein Ag Agility Buff. Ja, so, was können wir denn hier machen? Stamina Buff. Aha. Achso, das gehört sogar zusammen. Alles klar. So, okay, hier Verschlüsselungsdinger haben wir nicht. Das sind dann also nur Logs, die ich euch natürlich nicht vorlese. Obwohl, die hatte ich alle schon, höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht. Ja. So, wir haben alles fertig. Okay, das ist klar. Wie spät haben wir das? 10 Uhr und würde ich sagen. Nee, ich zeige euch. Ach, Mensch. Was will ich euch denn jetzt zeigen? Was wollte ich euch denn jetzt zeigen? Ach so, ich wollte doch einmal. Nein, so mal durchgehen. Was haben wir denn überhaupt etwas Neues? So, hier ist nichts. Wir haben die Workbench kennen wir, das kennen wir, das kennen wir. Scrap Metal, das. Ah ja, ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal schon? Das ist die größere Box. Naja, die können wir tatsächlich mal aufbauen, nur mal so, um zu schauen, finde ich, was Sache ist. Das ist klar, das ist der Power-Dings. Solar, das ist auch gut. Licht, ja, klar. Das Türmchen, Diamant, habe ich auch noch nie gefunden. Jetzt weiß ich, wo man Diamant herbekommt. I don't know. So, ansonsten wäre das kein Problem, aber Diamant? Keine Ahnung. Gut, Abwehr, Zäune etc. Da haben wir auch nichts Neues. Das ist das Habitat, das Airlock.
Baba, Biodom, Baracke. Im Haus, klar, Bett. Kisten. Noch mehr Storage-Lager. Ein Wasserrecycler. Klimakontrollen, Oxygenerator. Kitchen, Chemie-Tablet, Smart. Was ist das? Groups in the Bio. Achso, fürs Biodom. Die Dusche, der Computer und die Couch. Da haben wir nix. Da haben wir auch noch nix. Und da haben wir. Wo ist denn hier der Unterschied? Wartet mal. Hatte ich hier nicht noch eine? Zack, zack, zack. Das ist. Stahl, Nickel, Gummi, Metall, Computerbildschirme. Und das ist a Large Solar Panel. Achso, da muss ich rauf. Ja, nee, das ist 40 auf 40. Und bei dem. Okay, aber wo ist der jetzt hier? 2, 2, 1, 1. Wisst ihr was? Die sollten wir einfach mal aufbauen. Ich würde sagen, ich lege mich mal hin zum Pennen. Dann gucken wir mal, was das für Kiste ist, ne? Mal sehen, ob wir die. Eigentlich müssten wir die Max hier haben. Sprach er und noch 2 Stunden später. Oder vielmehr 3 Folgen weiter. Sucht er immer noch, ne? Ja. Gut, gehen wir mal raus. So, was können wir so? Was kann uns das dann alles bringen? Das ist Wasser. Wasser, guck mal, da können wir schon mal trinken. So, ich würde mal sagen, ich habe so viel Wasserkanister. Ich pack mal hier diese Wassergeschichte hier mal rein. So. Ja, Lager würde ich hier drinnen tatsächlich so nicht aufbauen. Gut, Temperatur ist klar. Oxygenerator ist auch klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus. Ich habe leider jetzt keine Munition mehr für die große. Diese kleinen nervigen Viechid. Verkrümeln sich ja ganz gerne auch immer noch hinter diesen. Okay. Kiste wollten wir mal gucken, ne? Also, jetzt gehe ich mal hier rein. Kiste. So. Ja, Kiste. Da muss ich da reingucken. Also, wir hätten diese Kiste. So, schauen wir mal. Wir bräuchten zwei. Also, haben wir Gummi, haben wir Gunmetal. Könnten wir tatsächlich auch noch ein haben? Tatsächlich ja. Dann brauchen wir noch Stahl, habe ich glaube ich auch noch. Achso, da. So. Und Nickel. Nickel. Oha, Nickel weiß ich gar nicht. Kupfer. Titan. Oha, Nickel. Zint, Fels. Okay, dann müssen wir einmal uns Nickel organisieren. Ne, ich wollte gucken, ob du da was drin hast, Kollege. Habe ich nicht. Gut, steigen wir mal ein. Dafür sind wir ja da, ne? So, Nickel, Nickel, Nickel. Jetzt mit unserem Wolfram Chrom. Sieht hier jemand Nickel? Da, Nickel. Ja, das geht ja noch. Das ist ja nicht so weit weg. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Oh, ja, Moment. Moment, das ist ja Wurmgegend.
Das ist ja Wurmgegend. Ach du Schande, das ist ja gleich hier oben. Brauche ja gar nicht mehr im Auto fahren. Witzig. Nee. Na, dann nehmen wir unser Superteil hier. Das ist schon wirklich richtig cool. I need Nickel. I need Nickel. Das ist Eisen. Eisen? Ne? Da, da, Nickel. Starvation warning. Und wenn wir Temperatur low. So. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, ne? Geht hier mal um einiges schneller hier jetzt. Und ihr seht, ne, wie wenig das Ding verbraucht wird, ne? Nehmen wir mal schnell alles mit. Kleine Farmrunde hier für unterwegs. So. Dann sollten wir jetzt alles haben. Wo wollen wir denn diese Kiste aufbauen? Ich würde auch sagen, hier, ne? Ja, packen wir hier mal mit hin. So, Kiste. Erst einmal die Kiste. Geringfügig, ne? Ist geringfügig Platz, jo. Das war Pan vor die Säule schmeißen. Aber noch können wir verschwenderisch damit sein. So, die nächste Kiste. Also ich weiß, dass hier... Das habe ich... Das stand da ja drinnen auch unsere Druiden... auf was reinpacken können. Und ist natürlich die Frage, können die jetzt schon mehr? Teleport, send to position, follow, patrol. Ich glaube, ich werde mal hier mal umstellen. Ich will nur mal gucken, ob die vielleicht durch eine Kiste oder so. Nö, open inventory stay. Nö, die können nix. Die können ja nix. Macht nix. So, die zweite Kiste. Wo ist da der Unterschied? Wo ist da der Unterschied? Ist doch eigentlich das gleiche in grün. Sehe ich das richtig? Eins. 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 Aber ich würde sagen, die bauen wir trotzdem auf. Eine zweite Kiste kann man immer gebrauchen. Nee, Kollege, so ja noch nicht. Okay, was brauchen wir denn für Stahl? Nee, da. Haben wir schon. Okay. Dann brauchen wir Gunmetal. Da brauchen wir Bronze, Zink, Molybdän und Kupfer. Okay. Zink, Molybdän, Gussbahn, ne? Brauchten wir noch. Dualin. Ah, schade, ich habe kein Kupfer, kein Gussbahn. Jetzt bin ich irritiert hier, weil da ist die Kiste da steht. Nee, du bist ja falsch. Mal da haben wir mal ein bisschen Sauerstoff. Aber können wir doch mal reparieren. Das geht jetzt ja mit dem Teil auch ein bisschen schneller. Ich
schätze mal so, dass diese ganze Reparaturgeschichten und so auch tatsächlich nachher etwas, sagt mal schnell, etwas mehr Dings hat. Wie heißt das? Etwas mehr Dings, ja. Bisschen mehr Tragkraft. Reichweite. So Leute, ich sehe aber gerade, unsere Folge ist ja schon wieder um. Nutritional balance achieved. Was möchtest du von mir? Ich würde sagen, ich werde die Kiste hier schnell aufbauen, dann können wir gemeinschaftlich einmal gucken, was da anders dran ist, aber ich denke, da wird nichts anders dran sein. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir dann so angehen, ne? Weil, wie gesagt, wir müssen da Leiterplatten bauen, ich weiß gar nicht, wo wir die herbekommen. Müssen wir mal schauen, sonst muss ich mich mal schlau machen. Also, in dem Sinne, mal ein bisschen größer. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis demnächst. Ist demnächst schon bei Weihnachten? Was haben wir heute? Nee, 14. müsste sein, ne? Mittwoch der 14. Die nächste Folge kommt dann am Freitag raus. Ende der Woche. Ja, also Leute, wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Euer Maru. Ciao.